So da, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem MW3-Commentary, schätze mal. Das Gameplay ist so scheiße, Alter. Das war das zweite Video, was ich auf dem Kanal hochgeladen habe, ist von 2012, vom März. Also das ist scheiße, Alter. Ich habe das einfach nur schnell hergenommen, weil ich schnell ein Gameplay braucht habe. Und es ist passt von der Länge her und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch noch gesehen haben. Also fuck it. Einmal schnell aus dem Arsch rausgezogen, hätte fast eine Moab gekriegt. Ein oder zwei Kills bin ich davor verreckt, ich weiß es nicht genau, wie viel es waren. Aber hey. Das passiert mir ja nicht oft. und zwar betrifft das Commentary jetzt den KSG-Wettbewerb. Zuallererst, die Zeit liegt so ungefähr bei 2 Minuten 28 oder sowas. Also, falls ihr noch am Probieren seid, jetzt wisst ihr ungefähr, was ihr unterbieten müsst. 2 Minuten 28 ist mir, glaube ich, dreimal zugeschickt worden. Zumindest die Zeit. Ich muss jetzt eins sagen. Erstens mal, was ich auch richtig oft gefragt worden bin. Diese kann ich das auch nur ausstellen bei den Bots, dass die nur noch mit dem Rob rein oder was? Nein! Nur die Einsatzschilder. Ihr könnt da nicht irgendwas rumspielen, Alter, und wir dann, weiß ich nicht, dann rennen in den Gameplay die Bots noch mit besser rum oder so eine Scheiße. Wenn das der Fall ist, dann seid ihr disqualifiziert. Ihr dürft nur das Einsatzschild ausschalten und nicht irgendwo da noch andere Sachen rumspielen. Das kann so schnell sein, dass es dann einfach nicht annehmen, nur weil irgendwas anders eingestellt ist, weil es einfach unfair ist den anderen gegenüber. Also, da würde nicht allzu sehr rumspielen bei dem Zeug. Nur die Einsatzschilder ausschalten und nicht dann, weiß ich nicht, dass die Bots dann nur mit Sniper oder so ein Scheiß rumrennen. dann. Es reicht mir nicht, wenn man die Leute einfach nur ihren Gamertag oder ihren PlayStation Network Namen in die Kommentare reinschreiben und ihre Zeit und dann erwarten, dass sie ihnen irgendwie hinterherrennen und dass ich mir dann das Wochenende den Arsch aufreißt, dass ich irgendwie deren Gameplays herkriege. Schaut, dass ihr ordentlich mit mir in Kontakt tretet. Wenn ihr ein schönes Gameplay habt, dann schaut ihr, dass ich das irgendwie mitkriege. Ich meine, ich werde mein Bestes geben. Bei der Xbox kann ich mir es noch relativ gut anschauen. Also Xbox wird kein Problem werden. Nur tretet mit mir in Kontakt, Alter. Geht nicht davon aus, dass man das einmal irgendwo in die Kommentare reinschreibt. Und dass immer dann einen Arsch aufreißt, dass es irgendwie organisiert, dass es bei der PlayStation dann recorded wird. Bei der PlayStation ist ziemlich schwer für mich, dass ich es aufnehme. Ich kann es auch irgendwie organisieren, nur ist mir das nicht die Arbeit wert, wenn man, weiß ich nicht, ich mache nicht die ganze Arbeit allein und schaue dann irgendwie, dass ich mit euch in Kontakt trete. Ihr wollt das gewinnen, ihr müsst mit mir in Kontakt treten. Ich werde den Leuten nicht hinterherrennen wegen dem Wettbewerb. Das wird einfach nicht passieren. Also schaut ihr, dass ihr das irgendwie mitkriegt. Ich gebe mein Bestes, dass wir das alles hier ordentlich über die Bühne bringen. Ist ziemlich viel für mich. Es sind jetzt nicht so viele Gameplays, aber ich muss da einiges durchgehen. Und da wäre es mir schon eine Hilfe, wenn ich, weiß ich nicht, wenn ihr den Leuten nicht auch noch hinterher rein müsst. Aber ja, das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Schaut, bei Facebook könnt ihr so einfach mit mir in Kontakt treten. Ja, ja, bei der Xbox ist noch relativ einfach. Wenn ihr es selbst aufnehmen könnt, lädt es einfach am Samstag hoch, als nicht gelistet oder als öffentlich, ist mir scheißegal, und schickt mir einen Link. Wenn nicht, tretet mit mir in Kontakt auf Facebook und sorgt dafür, dass ihr es mitkriegt. Hoffe, es hat euch gefallen. Hier wird die Cards gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.